B1.2. Ermitteln Sie durch Rechnung den Flächeninhalt des Vierecks ABCE. Zwischenergebniswinkel BEC sind 36,33 Grad. Dafür schauen wir uns nochmal das Fünfeck an. Und ganz wichtig, hier stand, man soll den Flächeninhalt des Vierecks ABCE berechnen. Also hier dieses gelbe Viereck. So, erste Überlegung, ist es ein spezielles Viereck? Und dann sieht man sofort, nee, es ist ein allgemeines Viereck, es ist es gibt keine parallele Seiten, es gibt keine Symmetrie zu erkennen, also gibt es auch keine Flächenformel dafür. Wir müssen es in zwei Dreiecke zerlegen und die Aufgabe hat uns zuvor hat es uns schon einfach gemacht. Wir sehen hier schon zwei Dreiecke. Also wir berechnen den Flächeninhalt des Dreiecks ABE. Hier ist im Prinzip der Schnitt durch und den Flächeninhalt des Dreiecks BCE. Wir kennen zwei Flächenformeln, die wir benötigen. Schauen wir schnell nach, wo stehen sie? Rechtwinkliges Dreieck, Flächenhalt kann man einmal 0,5 mal a mal b ansetzen oder im allgemeinen Dreieck, das braucht man vielleicht eher. 1/2 mal Grundseite mal Höhe bzw. 1/2 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Gucken wir an, was können wir brauchen. Dreieck ABE ist ein rechtwinkliges Dreieck, also können wir hier, also ja, geht auch mit Grundseite mal Höhe. Wir nehmen AB als Grundseite, die Höhe dazu steht immer senkrecht, das wäre dann die Strecke AE. Also können wir hier schon alles einsetzen. Dann das Dreieck BCE. Schauen wir uns an, Grundseite mal Höhe. Wir können zwar BE oder BC oder CE als Grundseite benutzen, aber es fehlt uns immer die Höhe. Vielleicht wäre dann die zweite Formel sinnvoller, 1/2 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel, weil wir kennen schon zwei Seiten. Diese zwei sind schon bekannt. Es fehlt uns im Prinzip also nur noch ein Winkel. Wenn wir den ausrechnen könnten, dann könnten wir auch hier sofort dieses Dreieck BEC berechnen, BCE. So, schreiben wir es erstmal allgemein auf. Also Flächeninhalt des Vierecks ABCE lässt sich berechnen aus Flächeninhalt des Dreiecks ABE plus Flächeninhalt des Dreiecks BCE. Flächeninhalt von ABE, das war das rechtwinklige Dreieck, ist gleich 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite ist die Strecke AB, Höhe ist die Strecke AE. Setzen wir ein, 0,5 mal 7 mal 8 sind 28 Quadratzentimeter. Zweites Dreieck, BCE. Da haben wir gesagt, sieht vielleicht die zweite Formel besser aus. 1/2 mal, oder ich habe jetzt hier 0,5 geschrieben, aber 1/2 ist ja 0,5. 0,5 mal, und jetzt Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel, gucken wir schnell nochmal nach. Seite war die Strecke BE und CE. Und jetzt mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Der müsste dann der Winkel BEC sein. So, wenn wir hier ins Zwischenergebnis gucken, da ist das sogar angegeben. Das heißt, unsere Idee ist richtig. Wir müssen diesen Winkel BEC erst berechnen. So, wir gehen nochmal hoch in die Zeichnung und überlegen, wie können wir den Winkel berechnen. Erste Überlegung, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel BEC? Ja, ich zeige ihn jetzt nochmal ein, das ist der da. Mache ich die gelben Sachen nochmal raus. So. Im Dreieck EBC liegt der Winkel drin. Ich kenne zwei Seiten, aber keinen weiteren Winkel und keine weitere Strecke. Das heißt, mir fehlt immer was. Es ist nicht rechtwinklig, also funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Für den Sinussatz fällt ein zweiter Winkel, für den Kosinussatz fehlt die dritte Seite. Also das sieht jetzt erstmal nicht zielführend aus. Es besteht auch momentan keine Chance, hier irgendwie welche Teilwinkel zu berechnen. Ich kenne zum Beispiel, ja, den Winkel hier unten kann ich zwar berechnen, aber im Prinzip der komplette fehlt, damit ich den Teil hier berechnen kann. Oder auch der hier oben, beziehungsweise der ganze hier. Also ich komme nicht weiter mit irgendwelchen Winkel- oder Streckenberechnungen. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Es gibt also noch eine zweite Möglichkeit, ja, diesen Winkel hier zu berechnen.
Ja, vielleicht klappt es jetzt. So, jetzt habe ich es. Also, diesen Winkel hier, den da brauchen wir. Ja, vielleicht sieht man es ja hier oben schon mal. Ich habe einen Winkel von 180 Grad, das ist der AED. Den Winkel AEB mit 41,19 Grad, den habe ich schon ausgerechnet. Wenn ich jetzt noch den Winkel hier kennen würde, den CED, dann könnte ich einfach 128 Grad minus die 41,19 minus hier diesen CED rechnen und dann würde mir der passende Winkel BEC ja tatsächlich, wäre der berechenbar. Also wechsle ich das Dreieck, gucke ich nach, kann ich den Winkel da oben berechnen. Schaue ich es mal an, es liegt im Dreieck ECD. Es ist nicht rechtwinklig, also funktionieren Sinussatz und Kosinussatz. Für den Sinussatz bräuchte ich zwei Winkel und zwei Seiten. Ich kenne aber nur, also ein Winkel ist gesucht, ein zweiter fehlt, der funktioniert also nicht. Der zweite Satz, Kosinussatz, brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Ich kenne alle drei Seiten im Dreieck und der Winkel ist gesucht. Also der Kosinussatz funktioniert in dem Fall zum Winkelberechnen. Also setzen wir den auch gleich an. Winkel BEC. Und Kosinussatz ist lang, das heißt, ich mache den drunter. Kosinussatz findet man auch meistens in der Formelsammlung wieder. Hier steht er für das allgemeine Dreieck. Wir müssen das jetzt natürlich für unser Dreieck überarbeiten. Wichtig dabei ist eigentlich nur, man fängt mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt. Ja, ich habe den Winkel Alpha, also fange ich mit der Seite A an. Der liegt gegenüber. Schaue ich nochmal nach, wie es bei unserer Zeichnung ist. Der Winkel ist gesucht, gegenüber liegt die Strecke CD, also fange ich mit der Strecke CD an für meinen Kosinussatz. Also CD Quadrat ist gleich, und jetzt die anderen Strecken. Ich habe noch CE zum Quadrat plus DE zum Quadrat minus 2 mal CE mal DE mal Kosinus unseres gesuchten Winkels, wie ist er nochmal, BEC. Ne, das war nicht BSC. Das war oben der Winkel, CED brauchen wir. So, setzen wir die bekannten Größen ein. CD, jetzt lese ich aus meiner Vorlage ab, ist bekannt mit 9, also haben wir 9 Quadrat, ist gleich CE waren 11. 11 Quadrat plus DE waren 4, 4 Quadrat, minus 2 mal 11 mal 4 mal Kosinus des Winkels CED. So, das kann man jetzt entweder mit dem Solver lösen oder man bemüht sich, das über die Umformung zu machen. Manche Formelsammlungen haben hier schon den aufgelösten Kosinussatz, fast aufgelösten Kosinussatz drin. Das vereinfacht die Sache natürlich. Ansonsten einfach umformen. Also, Kosinus von Winkel CED ist gleich und im Prinzip hier a² minus b² plus c², das sind im Prinzip diese drei Teile, also 9² minus 11² minus 4² geteilt durch minus 2 mal 11 mal 4. Das wäre im Prinzip das da, was dabei steht. Also ganz schnelle Umformung oder einen Solver einsetzen, wenn der Taschenrechner das unterstützt. So, wir sind noch nicht ganz fertig, weil wir haben hier noch einen Kosinus stehen, den wollen wir natürlich auch noch wegbekommen. Winkel CED ist gleich, das machen wir über Kosinus hoch minus 1. Und jetzt das, was hier im Bruch drin steht, also 9 Quadrate minus 11 Quadrat minus 4 Quadrat. Und im Nenner minus 2 mal 11 mal 4. So, das kann jetzt wieder ganz normal jeder Taschenrechner rechnen. Jeder erlaubte. Und für den Winkel CED erhalten wir dann 50,48 Grad. So, für den BEC, also den wir eigentlich berechnen wollten, ergibt sich dann. Das war der Winkel AED minus Winkel, den wir vorhin berechnet haben, den AEB und minus Winkel, den wir jetzt gerade berechnet haben, CED.
bekannte Größen einsetzen. 128 minus AEB hat man vorhin berechnet mit 41,19 Grad. Steht ja auch in Angabe. Und minus und jetzt die 50,48 Grad. So, wieder ein Taschenrechner eingeben und daraus folgt dann, upsa, unser BEC mit 36,33 Grad. So, das sind genau die, die auch im Zwischenergebnis angegeben sind. Damit kennen wir die. Und den können wir jetzt hier oben in unsere Flächenformel einsetzen. Also schreiben wir es nochmal hin. A, Flächeninhalt von Dreieck BCE ist gleich. Wir hatten die Strecke CE. Ich schaue mal nach. 0,5 mal BE mal CE. 0,5 mal BE hatten wir ausgerechnet mit 10,63 cm. Mal die Strecke CE, die ist angegeben mit 11 cm, mal Sinus von, und jetzt hier haben wir die 36,33 Grad. Das rechnen wir nochmal aus und dann kommt eine Größe von 34,64 Quadratzentimeter raus. Und letzter Schritt noch, zusammenrechnen. Flächeninhalt von A, B, C, E ist gleich. Was hat man vorhin ausgerechnet? Hier die 28 Quadratzentimeter plus die 34,64 Zentimeter Quadratzentimeter. Und das sind dann 62,64 Quadratzentimeter. So, damit haben wir den Flächeninhalt fertig gerechnet und mehr muss man in der Aufgabe nicht machen.